Oh, schade. Nee, ich habe euch gerade zeigen wollen, wie mein Menü ausgerastet ist. Ja. Wie versprochen, mit Marvin Mode. Und herzlich willkommen zu Gothic. Ich hab's vergessen, ja. Weil ganz ehrlich, wir wollen uns auf die Story konzentrieren. Und, da ist es mir egal. Wie das ist, was man sagt, ich spiele das Spiel, wie ich will. Also diese also wäre diese Steuerung halt vernünftig, kein Problem. Dann hätte ich mich darauf eingelassen, aber solange diese Steuerung halt echt so beschissen ist. Ihr habt ja gesehen, ne? Dass nicht wirklich das anvisiert wurde, was ich will. Wer ist das denn? 10 Erz. Amulett des toten Gardisten. Der Name Neck ist auf der Rückseite eingraviert. Oh. Ich glaube. Verwitterte Axt, ein Apfel. Heilkräuter. Das ist die Lösung zu Neck gewesen. Neckentosch. Oh Gott. Gott. Der war ganz schlecht eigentlich. So. Das heißt, ich kann auch wieder das Tor rein, wo ich rausgekommen bin, weil von dort aus bin ich jetzt zu dem Typen, der mit Neck was zu tun hat. Wie hieß der nochmal? Farrand oder irgendwie so? Ich glaube, Farrand war das irgendwie. Hey du, dich habe ich hier noch nie gesehen. Doch, beim Rausgehen. Das ist kein Wunder, ich bin auch erst seit kurzem da. Dann pass gut auf dich auf. Die Welt da draußen ist ziemlich gefährlich. Nur im Lager bist du sicher. Gut, dass du mir sagst, wenn ich ins Lager reingehe. Und nicht, als ich rausging. Ich glaube. Aber das macht ja nichts. Ich dachte, das wäre schon lange geklärt. Wow. Ich richtig. Schatten der Natur. Ich werde aber trotzdem nicht, na, kann wir jetzt schon beginnen, weil das würde ich persönlich trotzdem für unrealistisch halten jetzt so, also das wäre für mich richtiges, also ist klar, es ist Cheaten mit God Mode, aber ich akzeptiere das für mich. Das ist ja, jeder darf das ja für sich akzeptieren, wie er möchte. Wo ist der Typ hin? Fletcher war das. Jetzt weiß ich den Namen. Fletcher, wo bist du hin? Bist du es? Fletcher? Jawohl. Wegen Neck, ne? Wegen Neck. Ja. Ich glaube, ich habe ihn gefunden. Was? Wo ist er? Er ist Futter für die Ratten. Nein. Verdammt. Da muss ich jetzt den Laden hier schmeißen. Ich hatte gehofft, er kommt wieder. Jetzt habe ich ein Problem. Welches? Was ist dein Problem? Ich habe Schulden bei Scatty. Eine Menge Schulden. Jetzt, wo er weiß, dass ich Next Job mache, wird er jeden Tag bei mir auf der Matte stehen. Lass mich mal vorbei. Nö. An der Geschichte muss wohl doch was dran. Na gut. Ja, da würde ich jetzt mal sagen, ist doch die perfekte Zeit, zu Scatty zu gehen. Du, yes, ich trainiere. Well. Okay, das bringt mir gar nichts. Okay, was habe ich denn für Dialoge? Neue Okay.
Ich höre nicht mehr auf das Gefasel. Da. Hier, nicht Sneff? Kenn ich dich, Sneff? Wie steht's? Nicht schlecht. Wenn man gut kochen kann, hat man viele Freunde hier. Willst du etwas von meinem Reiseintopf? Hier, nimm und lass es dir schmecken. Danke. Du könntest mir einen Gefallen tun. Welchen? Was kann ich für dich tun? Du bist sicher gutes Essen gewöhnt. Ich hab da ein neues Rezept. Fleischschwanzen-Ragout à la Snaff mit Reis und Pilzen. Du kannst haben, so viel du willst. Aber ich brauche noch 3 Fleischschwanzen und einige Höllenpilze. 5 müssten reichen. Mhm. Hört sich gut an. Dann sieh mal zu, dass du die Sachen besorgst. Der letzte, den ich losgeschickt habe, kommt einfach nicht wieder. Ist bestimmt zum neuen Lager übergelaufen. Ja. Wer war der Typ, den du vor mir losgeschickt hast? Sein Name war Neck. Er war ziemlich unzufrieden hier. Ich denke, er ist jetzt im neuen Lager. Ich denke nicht. Hab ihn Pilze suchen geschickt, aber er kam nicht wieder. Wo finde ich Fleischschwanzen? Überall da, wo Müll rumliegt. An der Burgmauer gibt es einige verlassene Hütten, da solltest du welche finden. Lass dich von ihrem fiesen Aussehen nicht täuschen. Gekocht sind sie lecker. Richtig. Wo finde ich Höllenpilze? Wenn du aus dem Südtor rausgehst, das ist der umgestürzte Turm, findest du direkt vor dir eine Ebene, auf der Pilze wachsen. Ja, habe ich. Gefunden. Ist das? Hey Mann, neu hier? Dich habe ich hier noch nie gesehen. Wenn du nichts dagegen hast, komme ich ein Stück mit. Du kannst sicher einen Freund brauchen. Ja. Warum nicht? Komm mit. Großartig. Wir können uns ja auf dem Weg etwas unterhalten. Sag mal, wohin geht es eigentlich? Oder ist das eine Überraschung für mich? Ich mag Überraschungen. Junge, Junge, Junge. Matt. I love mother. I'm absolutely positively wild about Matt. Kennt ihr nicht diesen Song? Das ist Torus! Alter Bengel! Du siehst nicht so aus, als wenn du jeden in die Burg lassen würdest. Ist es erlaubt, die Burg zu betreten? Mhm. Würdest du mich für eine entsprechende Menge Erz in die Burg lassen? Entsprechende Menge? Nun, es müsste eine Weile dauern, das Erz zu zählen. So lange würden die Jungs am Tor und ich dann wegsehen. 1000 Brocken dürften genügen. Nun, du könntest dich Gommes Leuten anschließen. Dann kommst du auch in die Burg. Ganz umsonst. Ich hab keine 1000 Brocken. Aber was passiert, wenn ich sage? Ich hab die 1000 Brocken Erz. Lass mich in die Burg. Kleiner. Du hast keine 1000 Brocken Erz. Ja gut, hab ich nicht. Nee. Ich sag niemand, dass ich diesen Brief hab. Ich will für Gommes arbeiten. Und wieso, glaubst du, ist Gommes daran interessiert, dass du für ihn arbeitest? Nun. Diego sagt, du entscheidest, wer Gommes interessiert. Wenn Diego denkt, du taugst was, kann er sich auch mit dir rumschlagen. Ich werde dir jetzt erklären, wie das läuft. Diego wird dich auf die Probe stellen. Wenn er denkt, dass du gut genug bist, werde ich dich zu Gommes in die Burg lassen. Was dann passiert, liegt an dir, kapiert? Klar. Warum stellst du mich nicht auf die Probe? So läuft das hier nicht, Kleiner. Jeder Neue, der sich hier beweisen will, braucht einen Fürsprecher. Der Fürsprecher muss einer von Gommes Leuten sein. Er wird dich auf die Probe stellen. Und wenn du Mist baust, ist er für dich verantwortlich. So läuft das hier. Okay. Lass dich von mir nicht stören. Ich bleib einfach bei dir, keine Sorge. Ja, Schlamm. Ich mag ja den dunklen Schwarzen. Erzähl mir was über das alte Lager. Es ist das größte und mächtigste der 3 Lager. Gomez und seine Jungs kontrollieren das Lager und damit den ganzen Erzaustausch.
Einmal im Monat schickt der König uns alles, was wir fordern. Wir haben den alten Sack in der Hand, verstehst du? Er ist auf das Erz angewiesen. Er schickt uns Wein, Brot, Fleisch, Waffen, einfach alles. Du kannst auch deinen Teil davon bekommen. Alles, was du tun musst, ist, dich Gomez-Leuten anzuschließen. Und habe ich getan. Ich habe mit Torus geredet. Sieht so aus, als hätte ich einen neuen Job. Vorher solltest du ein paar Sachen wissen. Und welche? Was ist mit den beiden anderen Lagern? Die beiden anderen Lager haben sich abgespalten, um ihren schwachsinnigen Ausbruchsplänen nachzugehen. Es gibt das neue Lager im Westen der Kolonie. Die Magier dort meinen, wenn sie genug Erz zusammengekratzt haben, können sie die Barriere einfach sprengen. Dann gibt's im Osten die Sektenspinner. Sie haben ihr Lager im Sumpf und beten zu ihrem Götzen, er möge ihnen die Freiheit schenken. Bis jetzt hat er sich noch nicht gemeldet. Wenn ich du wäre, würde ich meine Zeit nicht mit den Spinnern verschwenden. Mhm. Da gibt es nicht viel zu erzählen. Sie ist undurchdringlich. Der Letzte, der das versucht hat, ist tot auf der anderen Seite angekommen. Diese verdammte Barriere lässt dich zwar rein, aber raus kommst du hier nicht mehr. Hast du es so eilig, hier wieder rauszukommen? Du bist ja gerade mal da. Nun, was muss ich wissen, um im alten Lager aufgenommen zu werden? Wenn du aufgenommen werden willst, musst du Pluspunkte sammeln. Es gibt einige einflussreiche Leute hier im Außenring. Die meisten davon sind Schatten. Wenn du es schaffst, sie zu beeindrucken, bringt dir das Pluspunkte ein. Dann musst du eine Prüfung des Vertrauens ablegen. Außerdem gibt es für einen Neuen wie dich jede Menge neuer Talente zu lernen. Je mehr du lernst, desto wertvoller bist du für uns. Okay. Wo finde ich die wichtigen Leute? Nun, einer steht hier direkt vor dir. Dann wäre da noch Torus. Und den kennst du ja schon. Was die anderen betrifft, das wirst du selbst rausfinden müssen. Wenn du dazu nicht in der Lage bist, hast du hier im Lager sowieso nichts verloren. Geh einfach durch den Außenring und rede mit den Leuten. Du findest dann schon raus, an wen du dich halten musst. Ja. Bei wem kann ich was lernen? Am Anfang solltest du dich an Fingers halten. Er ist der Geschickteste von uns. Wenn du die Augen aufhältst, wirst du noch andere Leute finden, die dir etwas beibringen können. Seine Hütte liegt etwas zurück, direkt an der Burgmauer, wenn du von hier zur Arena gehst. Wenn du vom Burgtor stehst, geh links runter. Da geht's Richtung Arena. Und die Prüfung des Vertrauens? Was ist die Prüfung des Vertrauens? Du sollst für mich zur alten Mine gehen. Dort triffst du einen Kerl namens Ian. Er wird dir eine Liste geben. Diese Liste ist wichtig. Da steht drauf, was die Jungs in der Mine von uns brauchen. Das schicken wir ihnen dann mit dem nächsten Konvoi. Oh doch, das ist ein Problem. Das neue Lager darf auf keinen Fall die Liste in die Finger bekommen. Wie ich schon sagte, die Liste ist wichtig. Wenn du die Sache gut machst, bringt dich das einen großen Schritt weiter. Und meinst du, ich krieg die? Wenn die Liste so wichtig ist, wieso sollte Ian sie dann ausgerechnet mir geben? Wo finde ich die alte Mine? Geh zu Graham. Er zeichnet Karten. Sag ihm, du kommst von mir. Er soll dir eine Karte geben. Auf der wirst du die Mine finden. Er wohnt drüben, links, neben dem Nordtor. Okay. Ja, bei mir kannst du lernen, deine Geschicklichkeit zu verbessern oder deine Kampfkraft zu steigern. Stärke plus 5. Ich kann dir nichts beibringen. Du hast nicht genug Erfahrung. Ich bin ja auch noch kein Level aufgestiegen, merke ich gerade. Stimmt. Komm bald wieder. Es gibt viel zu lernen. Mhm. Wie steht's mit meinem Ansehen im Lager? Ich habe mal mit ein paar Leuten geredet. Sketty hat mir gesagt, er wäre gespannt, wie du gegen Kirgo abschneidest. Und er war sehr gespannt, ob du Karim herausfordern wirst. Ich denke, bei der Sache mit Neck liegt Sly falsch. Er hat zwar immer viel gemeckert, aber ins neue Lager ist er sicher nicht gegangen. Halt dich ran. Es gibt noch viel zu tun, wenn du es hier im Lager zu was bringen willst. Ja. Denn... Hast du eigentlich keinen Plan, wo du hin willst? Suchst du ein stilles Plätzchen, wo wir ein bisschen reden können und so? Nein, Mate. Ich such kein, Spülbecken, wo du herkommst. Hey, du! Ja, was denn jetzt schon wieder? Es ist eine neue Gelegenheit für dich gekommen, dich als Freund zu erweisen.
Mit nur 10 Erz bist du dabei. Wie sieht's aus? Na, wenn du mir die 10 Erz gibst. Wir sehen uns. Pass gut auf dich auf, Kleiner. Okay, Großer. Hast du eigentlich keinen Plan? Junge. Kannst du mal bitte einen Moment die Klappe halten? Nein. Klar. Danke. Ich halte mich da lieber raus. Buddler, Baltaron. Bringt mich halt echt nicht weiter. Wo ist dieser Kartenzeichner-Typ? Ich bin neu hier, wer bist du? Ich bin Baltaran von der Bruderschaft des Schläfers. Ich frag nicht. Was ist die Bruderschaft des Schläfers? Wir sind eine Gemeinschaft von Anhängern eines neuen Glaubens. Unser Lager liegt östlich von hier, im Sumpfgebiet. Ich bin hergekommen, um Fremden wie dir die Lehre des Schläfers zu verkünden. Mhm. Wer ist der Schläfer? Der Schläfer ist unser Erlöser. Er hat sich vor 5 Jahren durch Iberion unseren Meister offenbart. Seitdem haben wir den 3 Göttern abgeschworen. Klar. Und das solltest du auch tun. Die Klar. Götter haben es zugelassen, dass wir in dieses Gefängnis verbannt wurden. Der Schläfer aber wird uns wieder in die Freiheit führen. Ja. Wie komme ich zum Lager der Bruderschaft? Ich bin gerade beschäftigt, aber Baal Parves müsste sich auch hier im Lager befinden. Er ist in der Nähe des Marktplatzes, auf der anderen Seite der Burg. Ich glaube, er hat dort sogar eine eigene Hütte. Okay. Erzähl mir von der Lehre des Schläfers. Der Schläfer ist ein mächtiges Wesen. Vielleicht sogar mächtiger als Innos, der Gott des Lichts. Im Geiste ist er mit uns. Aber seine Macht ist noch begrenzt. Er schläft einen 1000-jährigen Schlaf. Aber die Zeit seines Erwachens ist nahe. Uns hat er auserwählt, sein Erwachen zu bezeugen und seine Lehre zu verbreiten. Denn höre, diejenigen, die sich dem Schläfer anschließen, deren Seelen werden unsterblich. Aber die, die ihm entsagen oder sich gar gegen ihn stellen, werden vernichtet werden. Aber der Schläfer ist barmherzig und gibt allen Zweiflern einen Beweis seiner Macht. Ach du Scheiße. Wie beweist euch euer Gott seine Macht? Er spricht zu uns durch Visionen. Wer seine Stimme gehört hat, zweifelt nicht mehr an seiner Macht. Wenn man das Kraut, das im Sumpf wächst, einnimmt, ist man dem Schläfer nahe und kann ihn hören. Manche sehen auch Bilder. Verstehe. Smoke weed every day. Wie soll der Weg in die Freiheit aussehen? Wir bereiten eine große Anrufung des Schläfers vor, in der alle Novizen zusammen den Kontakt herstellen. In dieser Anrufung wird uns der Schläfer den Weg in die Freiheit offenbaren. Alles klar, ich check's. Die haben zu viel Breaking Bad geguckt. Die rufen nochmal Saul Goodman an und kommen aus dem Gefängnis raus. Ich muss in die Burg. Kannst du mir dabei helfen? Ich fürchte nicht, Bruder. Die einzigen von uns, die die Burg betreten dürfen, sind diejenigen, die Gomez das Kraut liefern. Wir ernten Sumpfkraut und verkaufen einen Teil davon ans alte Lager zum Austausch gegen Waren aus der Außenwelt. Wenn du einer der Kuriere wärst, die für Kor Kalom arbeiten, könntest du in die Burg kommen. Aber dazu müsstest du natürlich einer von uns sein. Was willst du überhaupt in der Burg? Ich will jemanden daten. Ich will dort jemanden treffen. So? Wen? Und wieso wartest du nicht einfach, bis er rauskommt? Nun... Es ist einer der Magier. Oh, tja. Die kommen wirklich nie raus. Da musst du schon in die Burg rein. Was willst du denn von denen? Magische Runen kaufen? Oder Tränke? Ist das mit so einem Bild? Stimmt genau. Wusste ich's doch.
Was will ein Typ wie du auch sonst wohl von den Magiern? Ich kann dir einen guten Rat geben. Vergiss die Magier. Die nehmen viel zu viel Erz für ihren Kram. Bei uns im Lager kannst du viel billiger an magische Runen und Tränke herankommen. Okay. Nein! So. Kann es sein, dass du im Kreis läufst? Ich meine, ich weiß ja nicht, wo du hin willst. Junge, Matt. Weißt du, ich liebe ja Matt, aber... Der Typ... ist zu viel des Guten. Jetzt weiß ich nicht mal mehr, wo ich hin will! Aufnahmesumpflager. Punkt des Vertrauens. Neffs Rezept. Neusehen für die Bruderschaft. Verschwundener Gatte. War das nicht... Ja, ich weiß doch, dass Neck tot ist. Dann rede ich hier nochmal gerade kurz mit Sly. Ja. Ich habe Neck gefunden. Gut, hast du dafür Beweise? Ja. Ich habe ein Amulett bei ihm gefunden. Ah! Dieses Amulett ging es mir. Du bist ein schlauer Junge. Du hättest auf die Idee kommen können, das Amulett zu behalten, aber du hast die richtige Entscheidung getroffen. Wenn Diego mich nach dir fragt, werde ich dir meine Stimme geben. Danke. Das macht richtig Spaß mit dir. Schön, dass du mich mitnimmst. Das können wir öfter mal machen. Und heute ist ja auch noch viel Zeit. Absolut richtig. Ich gehe jetzt noch zu Diego. Diego war ein Stufenaufstieg, ne? Kann ich Stärkepunkte skillen. Mir fehlen jetzt 10 für das stärkere Schwert. Stärke ist eh immer wichtig. Sehe ich Diego schon. Ich bin nur verwirrt. Kannst du mir was beibringen? Ja, bei mir kannst du lernen, deine Geschick. Verwirrt, dass die das kostenlos machen. So. Deine Kampfkraft ist um einiges gestiegen. Komm bald wieder. Es gibt viel zu lernen. Mach's gut. Kann ich jetzt das stärkere Schwert tragen? Schaden 20. In seiner Haut will ich trotzdem nicht stecken. Aber 12 und das macht 20 Schaden. Das ist natürlich... Das lohnt sich. So, aber ich würde sagen, wir machen hier einen Cut. Bis zur nächsten Folge und tschüss.